Dieses Mal wenden wir uns schon den ersten Lautveränderungsphänomenen zu. Und zwar auf einer sogenannten diachronen Ebene. Was heißt diachron? Wir unterscheiden bei Lautwandelphänomenen in der Phonologie oder in allen linguistisch beschreibbaren Veränderungen zwischen diachron und synchron. Auf diachroner Ebene bedeutet, dass es sich hierbei um Veränderungen von einer Sprachstufe zur anderen handelt. In unserem Fall dieses Mal um Veränderungen vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Demgegenüber beschreiben wir aber auch synchrone Lautwandelphänomene. Das bedeutet Lautwandel, der sich zum Beispiel zwischen verschiedenen Wortarten des gleichen Stamms beschreiben lassen, aber auf einer synchronen zeitlichen Ebene, nämlich innerhalb einer Sprachstufe. Also zum Beispiel die Mutter, die Mütter. Also dieser Wandel von U zu Ü, ja, dieser Unterschied von U zu Ü, das wäre eine synchrone Perspektive auf Lautwandel. Jetzt schauen wir uns aber zunächst erstmal diachrone Phänomene an, das heißt vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Und Sie hatten ja schon darüber gehört, dass es im Mittelhochdeutschen eine ganze Reihe von Diphthongen gibt, nämlich auch Diphthonge, die es im Neuhochdeutschen nicht mehr gibt und auch eine ganze Reihe von Monophthongen, die so im Neuhochdeutschen dann nicht mehr existieren. Und das passiert also von dem einen zum anderen, vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen, passiert über zwei Phänomene. Das erste ist die sogenannte neuhochdeutsche Diphthongierung. Das heißt, aus Monophthongen, langen Monophthongen des Mittelhochdeutschen werden zum Neuhochdeutschen Diphthonge. Also aus Einlauten werden zwei Laute, nämlich zum Beispiel beim langen I, das zu Ei wird, also Ei, richtig A-I, Ei, Ü, vergessen Sie nicht, I-U ist kein Diphthong, obwohl er vielleicht so aussieht im Mittelhochdeutschen, sondern langes Ü wird zu Eu und langes U wird zu Au. Und die paradigmatische Phrase dazu lautet, min nüves Hus wird zu mein neues Haus. Es gibt eine Ausnahme, die diese Diphthongierung nicht betrifft, und das ist das mittelhochdeutsche Dü, wird zum Di. Im Neuhochdeutschen bezeichnet sehr häufig den Artikel im Nominativ. Also da passiert eben vorher schon etwas anderes, so dass hier nicht diphthongiert werden kann. Das zweite ist dann die neuhochdeutsche Monophthongierung, also sozusagen genau der umgekehrte Fall. Bedeutet, dass aus mittelhochdeutschen Diphthongen neuhochdeutsche Monophthonge werden. Nämlich aus I wird I und da wird nämlich dann das E zum Dehnungs-E, also eine graphematische, Markierung, dass es sich um ein langes I handelt. Aus I wird I, aus Ü wird Ü und aus U wird U. Und das ist genau das, was ich schon einmal gesagt hatte, dass bei diesen Diphthongen dieser zweite Laut, der ohnehin nur sehr kurz anklingt, dann eben auch verschwindet. Ja? Und auch hier haben wir eine paradigmatische Phrase, lieber, müder, Bruder, wird zu lieber, müder, Bruder. Hier ist es auch nochmal vermerkt, also hier im Mittelhochdeutschen ist das E kein Dehnungs-E, sondern ein Laut, der zwar schwach, aber trotzdem anklingt und eben den Diphthong ihr ausmacht. Und im Neuhochdeutschen haben wir dann das E nur noch als ein Längenzeichen für das I. Ein weiteres diachrones Lautwandelphänomen ist die sogenannte Senkung. Und jetzt erinnern Sie sich bitte an das Vokaldreieck und die Systematisierung, die ich Ihnen das letzte Mal gezeigt habe, also wo dieses Dreieck eigentlich steckt, nämlich hier in dem Mund- und Rachenraum, in dem Vokale und Konsonanten gebildet werden. Und genau auf diese Systematik, auf diese Grafik bezieht sich dieser Begriff Senkung und
Öffnung, nämlich Öffnung der Diphthonge und Senkung, also die Artikulation, wird weiter hinten in den Rachen hineingesenkt, weiter nach unten und dadurch werden aber auch der Luftstrom wird dadurch breiter und bedeutet, dass sich die Sprechwerkzeuge weiter öffnen müssen. Der Luftstrom, der Luftkanal wird weiter geöffnet, deswegen sprechen wir sowohl von Senkung als auch von Öffnung der Diphthonge. Und da ist genau das, was wir schon einige Male angesprochen haben, nämlich die Bewegung von A zu I. Ja, also da wird nämlich der Diphthong wird geöffnet, beziehungsweise der erste Vokal dieses Diphthonges, der stärker anklingende, wird weiter geöffnet von A zu I und senkt sich damit auch weiter hier unten in den Sprechapparat hinein. Das gleiche geschieht bei Ö, wird zu Oi und O wird zu Au. Wenn Sie das dann nochmal sich mit dem Vokaldreieck vergegenwärtigen, dann können Sie genau sehen, wie sich diese Vokale dann in Bezug auf dieses Diagramm bewegen. Beispiele wären hier Kaiser wird zu Kaiser, Freude wird zu Freude und Auge wird zu Auge. Und wenn Sie sich das so vorsprechen, ganz langsam die Unterschiede sagen, nachspüren, dann können Sie sich auch vorstellen, warum das geschehen ist. Sehr viele Lautwandelphänomene oder überhaupt Sprachveränderungsphänomene haben mit Sprachökonomie zu tun. Nicht alle, es gibt auch umgekehrte Fälle, mit denen werden wir uns teilweise auch auseinandersetzen. Aber in den meisten Fällen sind diese Wandelphänomene ökonomisch begründet. Das heißt, die Sprechenden einer Sprache machen es sich sozusagen immer einfacher. Also Komplexität wird reduziert, Vokale, die weniger anklingen, die klingen dann einfach immer weniger, bis sie eben ganz verschwunden sind und solche Dinge. Und Sprachökonomie bedeutet bei der Artikulation von Konsonanten und von Vokalen vor allem das, dass bei Vokalen, also bei den Diphthongen, es stärker dazu kommt, dass die Artikulationsstellen der einzelnen Vokale, die zum Beispiel einen Diphthong ausmachen, weiter auseinanderrücken. Das hat den Effekt, dass sie leichter zu hören sind. Ja? Also der Unterschied zwischen E und I ist einfach nicht so groß wie der zwischen A und I. Und dadurch wird die Sprache klarer, sie wird leichter verständlich. Und sie ist auch leichter zu sprechen, wenn die Artikulationsstellen weiter auseinander liegen. Bei anderen, zum Beispiel bei den Konsonanten, kann auch der umgekehrte Fall eintreten. Es ist immer ganz gut, wenn Sie sich mit diesen Lautwandelphänomenen wirklich mit einem sehr intensiv hörenden Ohr auseinandersetzen und sich zu überlegen, aha, warum ist denn das jetzt eigentlich so gewesen? Was ist jetzt einfacher zu sprechen? Und Sie werden sehen, dass in der Regel das Einfache zu sprechen ist, was hinten rauskommt. Das heißt, auf diachroner Ebene dann im Neuhochdeutschen. Das ist ja auch bei grammatischen Phänomenen der Fall, also der typische Wegfall oder stärkere Reduktion von starken Verben hin zu schwachen Verben oder der bedauernswerte Verlust des Genitivs und solche Dinge. Ja, das trägt alles zur Vereinfachung bei. Man könnte auch unter gewissen strukturellen Vergleichsperspektive die neue deutsche Rechtschreibung dazu zählen, obwohl es sich dabei natürlich um eine Setzung handelt. Diese Lautwandelphänomene hier, die sind konventionell entstanden, das heißt unhinterfragt. Also die passieren einfach während der natürlichen Sprachentwicklung über viele, viele Generationen hinweg, über viele Jahrhunderte hinweg, ohne dass irgendwann eine Kommission das natürlich bestimmt hätte. Insofern ist es sozusagen nur ein struktureller Vergleich, aber auch dort bei der neuen deutschen Rechtschreibung, die sich natürlich nur auf die Schreibung bezieht, hier reden wir über Phonologie, ging es darum, Schrift ökonomischer zu machen, zu vereinfachen. Ja? Sowohl fürs Lernen, aber eben auch fürs Schreiben als solches. Ob das immer dann der Fall ist heute, das lassen wir mal dahingestellt, aber hier geht es sozusagen nur um einen strukturellen Vergleich, dass Sie verstehen, warum verändert sich Sprache eigentlich, warum bleibt die nicht immer gleich.
Eine Senkung haben wir auch noch bei U und Ü, die gelegentlich zu O und Ö gesenkt werden. Gelegentlich heißt, bei einigen Worten ist das der Fall, bei anderen ist das nicht der Fall. Sehr häufig hat das was mit der Lautumgebung zu tun. Das heißt, was folgt daraus, was steht davor? Ja? Welche Konsonanten sind also umgeben diesen Vokal? Zum Beispiel bei Sunne zu Sonne oder König zu König. Und von Sohn zu Sohn, und da sehen wir, das war hier wahrscheinlich eben auch das nachfolgende N damit zu tun hat. Also hier, dass der nachfolgende Konsonant diese Senkung beeinflusst hat. Bei König und bei Sohn, da haben wir es dann auch noch mit einer Dehnung zu tun, die nur in einem Fall aber grafisch dann markiert wird, nämlich durch das Dehnungs-H im Neuhochdeutschen. Auch hier können Sie sich den Begriff wiederum aus dieser Grafik, die wir das letzte Mal angeschaut haben, herleiten. Also Rundung oder Labialisierung. Labialisierung bedeutet nichts anderes, als dass dann das, was neu entsteht, die Lippen stärker beteiligt sind. Und deswegen kann man sich Rundung auch ganz gut vorstellen. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Vergleich ziehen würde zwischen I und O, da sehen Sie ganz klar, dass sich die Lippen aus einer breiten Stellung in eine ganz runde Stellung verändern. Also das ist mit Rundung und Labialisierung dabei. Die Lippen werden rund, wenn Sie einmal Lateinisch und einmal Deutsch die gleiche Sache beschreiben. Also mit gerundeten Lippen. Und da haben wir zum Beispiel die Veränderung von E zu Neuhochdeutsch Ö. Und auf der rechten Seite, da sehen Sie jetzt immer, unter welchen Bedingungen mehr oder regelmäßig diese Lautveränderung stattgefunden hat. Zum Beispiel vor Liquid L oder Sch oder R, Labialen und Affrikaten. Also eine relativ große Gruppe von Lautumgebungen sind dafür verantwortlich, dass hier das E zu Ö gerundet bzw. labialisiert wird. Zum Beispiel bei Helle zu Hölle, erlöschen zu erlöschen, schwören zu schwören, welben zu wölben, schöpfen zu schöpfen. Mittelhochdeutsch langes A, das lange A gegenüber dem kurzen, das erkennen Sie hier am Zirkumflex, verändert sich zu Neuhochdeutsch O, ebenfalls ein langes O, nämlich von Nasalen, also N und M, Dentalen, also alle Konsonanten, bei denen die Zähne beteiligt sind, seltener vor Labialen und vor H bzw. R. Beispiele wären hier Mahne, die Mahne übrigens. Im Mittelhochdeutschen ist es ein Femininum vom lateinischen Luna und im Neuhochdeutschen dann der Mond. Atem zu Odem, aber auch gleichzeitig Atem. Also da sehen Sie einmal, also es gibt das Wort sozusagen in der labialisierten Form, aber auch in der nicht labialisierten Form. Odem ist ein für uns jetzt zunächst wiederum veralteter Begriff, der sich vor allem in der Literatur natürlich gehalten hat. In der neuhochdeutschen Alltagssprache benutzen wir nur diesen Begriff Atem und Mache zu Mohn. Mittelhochdeutsch kurzes I wird zu neuhochdeutschem Ü, kurzes Ü, Beispiel hier von Finf zu Fünf. Das können Sie sich auch mal sozusagen auf der Zunge zergehen lassen und da merken Sie auch, dass auch hier ganz klar ökonomische Gründe dafür verantwortlich sind. Und Mittelhochdeutsch Ihr, also unser Diphthong Ihr, wird zum neuhochdeutschen Ü, Lirgen zu Lügen. Und das hatten wir natürlich auch schon auf eine andere Weise beschrieben, nämlich bei der Monophthongierung. Ja, hier handelt es sich nicht nur um eine Rundung, sondern auch um eine Monophthongierung. Also das Lautwandelphänomen ist das gleiche, ja, ihr zu ü, aber wir können das auf verschiedene Art und Weisen beschreiben. Denn hier sprechen wir ja über die Artikulationsweisen und die Stellen, welche Sprechwerkzeuge sind beteiligt. Und bei der Diphthongierung und Monophthongierung, da geht es ja um die Vokalqualität, sozusagen welche Kombinationen aus Vokalen, also sind das Einlaute oder sind das Zweilaute. Also da geht es nicht um Artikulationsstellen, um Artikulationsweisen.
Wenn man etwas runden kann, dann liegt die Vermutung nahe, dass man auch etwas entrunden kann. Und das kann man auch. Und entsprechend heißt das dann Delabialisierung. Also die Lippen sind weniger beteiligt. Es gibt genau der umgekehrte Fall, nämlich Mittelhochdeutsch Ü kann auch zu Neuhochdeutsch I werden, zum Beispiel bei Fündelink. Und auch da ganz klar ökonomische Gründe, also Ün, Fündelink, zu Findling. Also da ist die nachfolgenden Vokale und die Konsonanten dafür verantwortlich, dass sich dieses Ü zum I entrunde, delabialisiert. Dann haben wir Ö zu Ei, auch da ganz klar sprachökonomisch, ja, Slöfe ist wirklich relativ schwierig zu sprechen, vor allem ne, im Tempo, zu Schleife und langes Ü wird zu Neudeutsch Ei, von Krüsel zu Kreisel. Auch da wiederum Sprachökonomie, Sie merken, dass die Muskulatur im Gesicht, also hier in den Wangen und den Lippen und auch der Zunge, viel weniger belastet, viel weniger angespannt sind bei diesen Entrundungen und Rundungen und überhaupt bei Sprachwandelphänomenen. Also die Muskulatur wird sozusagen entspannter gegenüber früheren Sprachstufen. Schauen wir uns weitere quantitative Veränderungen an, wiederum auf diachroner Ebene. Da bleiben wir in diesem Screencast, das heißt vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen, von einer Sprachstufe zur anderen. Wir sprechen auch von neuhochdeutschen Dehnungen, das heißt von kurzen Vokalen, von denen es im Mittelhochdeutschen, das haben Sie vielleicht auch schon selbst entdeckt beim Zuhören aus der Lesestunde oder auch wenn Sie vielleicht selbst schon angefangen haben zu lesen oder sich irgendwo anders umgehört haben, dass im Mittelhochdeutschen die kurzen Vokale stark überwiegen und es im Neuhochdeutschen mehr Dehnungen gibt. Und dieses Lautwandelphänomen vom Mittelhochdeutschen zu Neuhochdeutschen zu beschreiben, dafür verwenden wir den Begriff Dehnung. Und zwar werden kurze Vokale in sogenannten offenen Tonsilben gedehnt. Also, das heißt, offene Tonsilbe bedeutet, dass es Silben sind, die auf Vokale enden. Die nennt man offen. Ja? Der Artikulationsweg, der Kanal ist wiederum offen. Sa. Ja? Während eine Silbe, die auf einen Konsonant endet, geschlossen genannt wird. Also Sack. Ja? Wenn wir das jetzt nicht von sagen, sondern von Sack, der Beutel, dann wäre das eine geschlossene Tonsilbe. Das ist der Unterschied hier. Zum Beispiel wie bei Tagge zu Tage. Also Tagge, das sind die zwei Silben. Und Ta, diese Silbe, die ist offen und die wird gedehnt. Also der Vokal wird gedehnt. Tagge zu Tage, Binne zu Biene. Und hier haben wir auch das Dehnungszeichen dann im Mittelhochdeutschen, nämlich das E von Bünne zu Bühne. Auch hier Dehnungszeichen H. Bei Tagge fehlt es. Die Dehnung unterbleibt allerdings oft vor T, N, M und besonders wenn E, R, E, L, E, N folgen. Oft auch vor Sch und Ch. Zum Beispiel bei Vetter, bei Donner, bei Hammer, bei Himmel, bei Kommen, bei Flasche und bei Brechen. Und bei den ersten fünf, Vetter, Donner, Hammer, Himmel, Kommen, sehen Sie, was dann auch im Neuhochdeutschen in der Schriftsprache passiert. Da kommt es zu einer Konsonantenverdoppelung, einer Geminisierung, Gemination der Konsonanten, wodurch dieser vorangegangene Vokal als kurz markiert wird. Ja, also wenn wir verdoppelte Konsonanten im Neuhochdeutschen haben, dann wissen wir, dass der Vokal davor kurz gesprochen werden muss. Dehnungen können aber auch bei kurzen Vokalen in geschlossenen Tonsilben vorkommen, vor allem dann, wenn es sich um Einsilber handelt, nämlich besonders, wenn R im Neuhochdeutschen und R plus dental folgen, zum Beispiel bei er, also R zu er, dir zu dir, im zu ihm, hier haben wir wieder das Dehnungs-H, Erde zu Erde und Fahrt zu Fahrt, auch hier wieder Dehnungs-H. Also Dehnungen, neuhochdeutsche Dehnungen.
Dehnungen gibt es auch noch in kurzen Vokalen, in geschlossenen, einsilbigen Worten, in Analogien zur flektierten Form. Sogenannte Analogieausgleiche gibt es sehr, sehr häufig. Das wird uns häufiger begegnen und eben hier das erste Mal bei den Dehnungen. Zum Beispiel bei weg zu Weg, und zwar aufgrund von Wege zu Wege, nämlich die Dehnung in offener Tonsilbe, der erste Fall, den wir uns gerade angeschaut hatten, tritt zuerst ein und in Analogie dazu wird dann der Weg eben auch zu Weg, weil ansonsten schwer zu erkennen wäre, dass es sich dabei um das gleiche Wort handelt. Ja, das ist sozusagen so ein bisschen, ja, von Logik kann man natürlich nicht sprechen, weil das keine Setzungen sind, sondern das sind Lautwandelphänomene, die konventionell geschehen. Aber hier handelt es sich natürlich um eine Komplexitätsreduktion. Oder auch bei Tag zu Tag in Analogie zur Dehnung in offener Tonsilbe von Tage zu Tage. Das sind die sogenannten Analogieausgleiche, wiederum ökonomisch Komplexitätsreduktion. Gegenüber einer Dehnung, also sozusagen der umgekehrte Fall von einer Dehnung, ist eine Kürzung, und auch die gibt es natürlich, Kürzungen langer Vokale in geschlossenen Tonsilben zum Beispiel oder vor allem in Silben, die eben mit einem oder mehreren Konsonanten enden, geschlossenen Silben, sehen aber auch bei offenen geht das auch, besonders dann, wenn HT oder R plus Konsonant und auch Konsonantenhäufungen folgen, zum Beispiel bei brachte zu brachte. Ja, da haben wir den Reibelaut und dann noch einen folgenden Konsonant, nämlich das T. Also das wären so die sogenannten Konsonantenhäufungen. Oder herrlich zu herrlich, Kürzung hier auch in der Ableitungssilbe, also nicht nur herrlich, sondern herrlich. Ja, da folgt der Reibelaut, hinten bei Liech folgt der Reibelaut, wird gekürzt zu I, kurzes I, und vorne, da haben wir die Konsonantenhäufung mit R und L, also R plus Konsonant, Konsonantenhäufung. Also zweimal Kürzung in einem Wort, die Ableitungssilbe wird regelmäßig überall in allen Worten des Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen gekürzt. Auch die aus den Diphthongen U, I und Ü entstandenen langen Monophthonge, über die wir schon geredet haben, also U, I und Ü, können zum Beispiel vor MTF gekürzt werden und auch hier wieder besonders dann, wenn E, R, E, L und E, N folgen. Zum Beispiel bei Jammer zu Jammer, hier haben wir wieder die Konsonantengemination als Markierung des kurzen Vokals im Neuhochdeutschen, und Murte zu Mutter. Also zunächst Monophthongierung, dann eine Kürzung hier bei Mutter zu Mutter und auch hier die Konsonantengemination als Markierung der kurzen Vokalqualität im Neuhochdeutschen. Und das war's schon wieder dieses Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.